herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach dem 19. Spieltag. Der erste FC Saarbrücken hat unseren SSV Jahn Regensburg empfangen. Wir sind hier im Ludwigsparkstadion direkt nach der Partie. Neben mir ist der Tom. Danke, Tom, dass du dir noch Zeit nimmst. Du musst ja zum Zug. Ja. Und gehen wir mal diese Partie so ein bisschen durch. Bevor wir auf die Chancen eingehen, das Gefühl vor der Partie war eigentlich schon eher auf Niederlage. Ja. Deswegen dürfen wir eigentlich gar nicht enttäuscht sein, aber wir gehen da noch drauf ein. Wir sind's trotzdem. Ja. Aber ja, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen, haben uns mit den Zweikämpfen schwer getan und eigentlich in der 5. Minute müssten wir schon zurückliegen, oder? Ja, also ja. Es ist, keine Ahnung, weil du gesagt hast, wir sollten eigentlich nicht enttäuscht sein, sind es trotzdem, weil halt einfach, man halt einfach den Sieg dann doch zu leicht wieder aus der Hand gegeben hat und es halt einfach 92 oder 94 Minuten, was sie am Endeffekt dann waren, ne, es nicht geschafft hat, diese Schwachstellen irgendwo abzustellen, sondern es geführt, dass man es nur etwas verdrängt hatte. Ja, genau, also die 5. Minute eben exemplarisch dafür. Genau, ja. Wir haben keinen Zugriff auf die flankengebenden, passgebenden Spieler. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Er kann ihn da seelenruhig, obwohl er gedeckt ist, in die Mitte legen. Der Zehner schafft es einfach nicht, den über die Linie zu drücken. Da hat man Glück. Dann schwimmen wir so ein bisschen in der 13. Minute, die nächste Großchance. Da hält es dann Gebhardt und in der 23. Minute knallen sie den in den Innenpfosten. Also Saarbrücken hätte zu der Zeit mit einer guten Chanceverwertung schon 2-3-0 stehen können. Langsam fangen wir uns, würde ich behaupten, dann nach der 23. Minute, bekommen immer mehr Zugriff zum Spiel, aber diese Kleinigkeiten, die du sagst, eine davon ist eben der Zugriff auf die flankengebenden Spieler und was mich am meisten genervt hat, war, dass wir die zweiten Bälle die erste Halbzeit haben wir, glaube ich, keinen einzigen zweiten Ball gewonnen. Die konnten jedes Mal mit dem zweiten Ball machen, was sie wollten. Es waren riesige Löcher bei uns im Halbraum. Und trotzdem haben wir uns eben ein bisschen gefangen und auch sind selber zu Chancen gekommen, aber nicht zu zwingende. Also erste Halbzeit, würde ich sagen, hatten wir keine richtige zwingende Chancen. Ja. Bis zum 16er gut gespielt und dann typisches Jahn-Ding teilweise. Also ja, die erste Halbzeit ist das, was sie alle ja immer so als typische dritte Ligaspiel schimpft oder warum sie einfach auch sagt, dass die dritte Liga nicht schön ist. Ja. Es waren halt einfach viele Fehlpässe dabei, viele wirklich leicht abgefangene Bälle, die wo wahrscheinlich wir beide auch besser angebracht hätten. Ja. Sicherer mit all meiner Routine. Ja, Und halt eben, wie du schon auch sagst, also man hat halt in der ersten Halbzeit einfach unsere große Schwachstelle über das Spiel gemerkt. Das waren die zweiten Bälle. Das war die zweiten Bälle eben festzumachen. Und halt eben auch in der zweiten Instanz halt einfach auch die Verteidigung, die war zu lasch. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, haben wir auch drüber gesprochen, dass das Offensivspiel irgendwie entweder zu eigensinnig war oder nicht konsequent genug. Was auch immer dann in der Halbzeit passiert ist, es wurde in der zweiten Halbzeit besser. Wir hatten ja 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Wir hatten auch den Mann des Spiels, der Innenpfosten auf beiden Seiten für die Regensburger. Also Saarbrücken hat schon zweimal eben aufs Tor geschossen, was ich meine, der ist drin. Einmal war es ja schon für die meisten ihr Jubelschrei auf den Lippen. Aber Gott sei Dank war er da nicht drin. Felix Gebhardt war gewohnt sehr stark. Ne? Der Saarbrücker neben mir hat schon sein Bier verschüttet, weil er gejubelt hat. Stimmt, genau. Und ansonsten, ja, wie beschreibt man die zweite Halbzeit am besten? Im Endeffekt hat der Jahn sich ziemlich gut aufgebäumt, hat die zweiten Bälle zwar immer noch oft verloren, hat es aber dann nicht weiter dazu was kommen lassen. Also er hat sich gut. Ich würde behaupten, in der zweiten Halbzeit haben wir verstanden, wie wir Umschalt spielen müssen gegen die Saarbrücker, weil dadurch, dass sie auch oft Überzahl vorne hatten, haben sie natürlich Unterzahl hinten gehabt. Und Garnaus hat es ziemlich gut gemacht, hat sich dann bei der ersten großen Chance überhaupt nicht belohnt oder zweimal nicht belohnt. Also er hat 2 riesengroße Chancen gebraucht, bis er dann das 1-0 schießt. Ja. Und das kam tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts. Chipball, ich glaube Salah war es, Breunig flankt ihn. So halb hoch auf den Fünfer, gar nicht fest. Und der Garnaus macht sich klein, bringt ihn irgendwie aufs Tor. Dadurch, dass so ein Gewusel ist, hat der Torwart auch schlechten Blick, kann nicht mehr reagieren. Ball ist drin, wir freuen uns wie die Schneekönige. Dann hat er eigentlich nochmal eine Riesenchance, läuft allein aufs Tor zu, wird langsamer und langsamer und dann holt ihn der Saarbrücker noch ein und dann fällt
also dann kam eben nochmal die Chance, die du angesprochen hast, die der Pfostenschuss von den Sandhausener, Saarbrücken, ja. Und dann haben wir uns ein bisschen die ganze Zeit, also 10 Minuten lang zu weit hinten reindrücken lassen und dann ist es irgendwann mal passiert. Ja, und wie gesagt, Ping-Pong im Strafraum. Ja. Genau, so, das war ja eben, das letzte Tor war halt eben genau die Strafe dafür, dass wir es am Ende, das gesamte Spiel halt einfach nicht hinbekommen haben. Das war halt, der Ball kommt im Strafraum runter, erster Schuss zur Brücke, ich war Gepard dran, zweiter Schuss zur Brücke, hat sich Bräuning reingeschmissen, dritter Schuss zur Brücke, dann gehen die halt irgendwann mal die Leute aus. Ja, genau, und ich habe gesagt, und selbst wenn wir den dritten und vierten Schuss abgeholt hätten, wir hätten ihn einfach nicht aus dem Strafraum bekommen. Wir haben es einfach nicht geschafft, die Kugel konsequent rauszuhauen bei solchen Situationen und den Rückraum zu decken. Irgendwo haben gefühlt immer ein, zwei Spieler gefehlt und ich kann es nicht analysieren, also das muss jemand anders machen, aber aus dem Spiel heraus habe ich nicht richtig gesehen, warum es so ist, ja, also, aber es hat immer das irgendwo Gefühl, irgendwie waren wir da unterbesetzt im Rückraum, aber ich möchte jetzt nicht, wenn jemand ein Trickspiel gemacht hätte und für jeden Rückraum einen Stammball wäre er jetzt betrunken. Ja. Aber wir haben nicht aufgegeben, Granaus, wirklich auch mit einer kämpferischen Leistung, hat drei Spieler gegen sich, die sind aber auf dem falschen Fuß sozusagen. Granaus kann ein bisschen rausziehen auf seinen linken Fuß, schließt dann ab, dann kommt sogar noch wieder ein Saarbrückner dazwischen, aber der wird dadurch unhaltbar, würde ich nicht sagen. Also wenn der Torhüter eine halbe Sekunde länger wartet, wo er abgefälscht wird, kann man ihn vielleicht noch haben, aber er wird sehr schwer und dann das 2:1. Und dann musst du es über die Linie bringen, Leute. Dann musst du es über die Linie bringen. Du darfst da nicht nochmal. Und wir haben uns wieder hinten reindrücken lassen. Es gab Einwürfe, es gab Eckbälle. Wir haben keine Entlastung geschaffen. Und das darf nicht passieren, sorry. Wenn du zweimal in Führung gehst, musst du gewinnen. Es ist mir egal, ja. Saarbrücken ist heimschwach. Saarbrücken ist keine Übermannschaft. Wir sind auch keine Übermannschaft. Ja, wir hätten es auch verlieren können heute. Aber wenn du zweimal in Führung gehst, musst du dieses Scheißspiel gewinnen. Und dann haben wir uns wieder hinten reindrücken lassen, ob das jetzt Handspiel war oder nicht. Also ein Spieler von uns wurde angeschossen, gab 11 Meter. Aber das entsteht ja schon, weil wir einfach wieder nicht aus diesem scheiß beschissenen Strafraum hinten und rauskommen. Vor allem, weil man sich halt einfach auch, und das muss man schon mal sagen, das ärgert mich nach wie vor, und da habe ich jetzt auch später mit meinem Späßchen noch sehr viel Diskussion aufzuholen, einfach weil du dich zu leicht provozieren lässt und nicht nur im Provozieren vom Sinne Aggression, wie es in der ersten Halbzeit war, wo Marcel Gauss, der alte Hahn, also es war ja wie so ein aufgesteckter Gockel, ne, wo Marcel Gauss meint, der muss sich hier mit irgendwem anlegen, ne, und da fast eine Rudelbildung provoziert, sondern einfach, du bist auf jedes, also es tut mir leid, liebe Saarbrücke, war es grundsätzlich sehr fair, aber das war schönste Schauspielerei, was die heute betrieben hat. Ihr seid teilweise vor dem Zweikampf schon gefallen und Fabien Michel hat zwar grundsätzlich schon eine solide Leistung gebracht, ne, aber manchmal kann man es vielleicht auch nicht anders sehen und wolltet immer Fouls ziehen, es hat immer gefallen und da haben sich ja unsere einfach auch zu leicht drauf einlullen lassen, ne? Und haben dadurch natürlich auch immer wieder das Tempo dann noch rausgenommen. Und da musst du, wie du schon sagst, du musst es über die Linie bringen, du musst halt dann einmal giftig sein und so giftig waren wir dann halt einfach auch nicht. Und ja, das Handspiel, gut, wir können es jetzt nicht beurteilen, wir haben es nicht gesehen, das ist halt dann einfach nur so das Tüpfelchen auf der Torte, Entschuldigung. Und ja, mei, was willst du machen? 11 Meter stabil geschossen, Gepard in die falsche Ecke. Ja, und das war halt einfach ein 2 Minuten Verschluss, da kannst du dich halt nicht mehr groß dagegen aufbäumen. Ja, das, so kann man es dann sagen. Deswegen, um den Kreis zu schließen, jetzt sind wir doch enttäuscht, dass wir nur einen Punkt aus Saarbrücken mitnehmen. Haben jetzt auch den komfortablen 11 Punkte Vorsprung, nur noch auf 3, auf 9, auf 3 Siege, auf 9. Robert, werden wir absteigen? Der Abstieg droht noch, weil da braucht man, glaube ich, 45 Punkte. Wir haben ja erst 42. Oh. Aber... Ja, es ist unterm Strich halt einfach so, dass du sagst, dafür, dass wir vor dem Spiel einfach gesagt haben, oh, scheiße, etc., sind wir dann doch nicht so enttäuscht gewesen. Hatten einfach vor allem nach den 2:1 von Gaunas, waren wir beide richtig gut drauf, haben sie gedacht, ja, das wird und wir waren happy und so eine Zuversicht. Und dann eierst du dir das einfach selber wieder kaputt und das ist halt das, was einfach nervt. Das ist einfach vielleicht nur eine Krankheit aus der letzten Saison, wo es auch permanent so war. Und auf sowas habe ich keinen Bock, auf sowas hast du keinen Bock. Und da würde ich halt einfach mir dringend wünschen, dass sich die Jungs einfach wieder mehr zusammenreißen, dass sie da wirklich konsequent, konzentriert zu Ende spielen. Ja, genau. Also es waren ja nur noch 5 Minuten. Es sind auch neue Leute reingekommen, die waren frisch. Das kann ich jetzt auch nicht analysieren. Ich glaube, es war sogar ein neu eingewechselter, der den Ball an die Hand bekommen hat. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr leider selber analysieren. Wir haben hier keine Bilder danach. Das ist quasi die emotionale Analyse der FC. Kicker haben wir jetzt auch nicht, oder? Da steht's ja nicht drin. Nee. Aber
Ja, es ist nicht viel Zeit zum Analysieren. Am Dienstag geht's schon wieder weiter. Aber ja, auch das Trainerteam muss sich fragen, warum wir quasi vorher, immer wenn es 1-0 gefallen ist, eigentlich haben wir es sicher zu Ende verteidigt und jetzt schwimmen wir bei jeder Führung und das ist halt diese Angst, die hast du, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge mit jemandem angesprochen. Unsere Verteidigung war eigentlich in den letzten Wochen und Monaten unsere Bank und diese Bank, ja, gibt jetzt der allgemeinen Marktlage so ein bisschen nach und das Problem ist, auch wenn unsere Offensiven immer besser werden, das möchte ich jetzt auch nochmal klarstellen an der Stelle, auch wenn Garnas zum Beispiel immer besser wird, es ist halt einfach immer noch ein Entwicklungsspieler, der braucht einfach Zeit, ja, und du kannst halt nicht gleichzeitig irgendwo ein Entwicklungsfeld von dir haben, das wo nicht gut genug ist und gleichzeitig etwas, was hinten nachlässt, weil dann ist beides nicht gut. Du brauchst irgendwas, was mindestens gut ist. Und das ist halt das, was heißt Sorge macht, das wo aber schon bedenklich ist, da müssen sie sich einfach fangen. Fühlt sich ein bisschen an, als würden wir uns jetzt in die Winterpause zittern. Da muss man vielleicht auch irgendwie sagen, nicht zu viel Vorsprung hergeben. Der Punkt ist dann dadurch besser als eine Niederlage, auch wenn es sich blöd anhört. Und ja, und die Winterpause brauchen die Jungs, glaube ich, mittlerweile. Man merkt es auf jeden Fall, dass weder Kopf noch Beine frisch sind. Ja. Und dafür ist die Leistung vielleicht in Ordnung. Aber wir sind Besseres gewohnt. Und da wollen wir wieder hin. Da wollen wir und wieder man hin. Man muss jetzt auch mal sagen, nicht zu vergessen, wir sind Herbstmeister. Also mal nicht immer mit diesem Understatement aufhören. Wir sind Herbstmeister. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen. Und es ist ja dieses Jahr noch nicht vorbei. Dienstag um, ich habe keine Ahnung, 18 Uhr, 19 Uhr. Ist auf jeden Fall, haben wir all doch ein Date in Haching. Kommt zahlreich, es wird lustig, wird spaßig. Wenn nicht, hört den Turmfunk. Hört nicht, Turmfunk, wer ist da? Michael und Dani, glaube ich, sollten da sein. Und dann, ja, wünschen wir euch viel Spaß. Gute Heimreise für die Fans, die es vielleicht noch anhören. Nein, ich werde es nämlich erst geschnitten haben, wenn alle schon daheim sind. Ja, dann viel Spaß beim Einschlafen zu Robert und meiner Stimme. Ja. Oder auf der Autobahn, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit, den Aftermatch Talk heute. Egal, wir schwafeln rum. Danke fürs Zuhören. Bis Dienstag. Yes. Saarbrücken mit der Chance, da durchzustecken. Aber Bräunig mit dem astreinen Kopf, Gretsche und das Konter, Ball in die Mitte. Und dann muss Garnaus ihn eigentlich machen. Nachschuss drüber. Schönfelder, die hundertprozentige Chance. Diesmal von uns sehr starker Konter, eben eingeleitet von dieser Bräunig, Gretsche, Koter. Dann frei im 16er, legt ihn frei auf Garnaus durch. Garnaus muss ihn eigentlich nur noch die Ecke aussuchen und er schießt einfach Tim Paterok an. Und dann haben wir nochmal den Schuss aus der Rückbahn und Schönfelder haut die dann auf die Tribüne. Kurz angetippt. Ball bei Salah, der wird angepresst. Jetzt landet er schlussendlich rechts auf Faber, der wird aber jetzt halt auch schon im Zweikampf angegangen. Schönfelder hilft ihm. Ja, wir sind da halt in Unterzahl. Einwurf rausgeholt, wow. Den haben wir schnell ausgeführt. Jetzt kommt der Chipball in den 16er. Kopfballverlängerung. Und jetzt muss doch einer mal seinen Haxen hinhauen. Da ist 10 Regensburger im 16er. Keiner kann schießen. Zweiter Versuch. Bräunig. Jetzt wieder Kopfball. Tor! Absolute Oberhammer. Ein geiler Chipball von Bräunig auf Garnaus. Der macht sich klein und kleiner. Der Torhüter Tim Paterok sieht nichts. Kann nicht eingreifen. Ins lange Eck. Ja, aus dem Nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Da gab es viel bessere Chancen und den macht Garnaus. Hat er. Stark gemacht. Chapeau, da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Ball bei den Regensburgern, die ihn sich ermordet haben. Garnaus kann den Ball von ihm auflegen. Garnaus läuft auf 12. Garnaus schießt und dann bringt dieser Saarbrücke Pfeifenschädel seine Haxen dazwischen. Ah, da ist er langsamer und langsamer geworden, quasi in den Rasen versunken. Hat einen Tick zu spät abgeschlossen, aber sie haben es sehr gut gemacht. Vorher war Kota im Abseits gestanden, lässt Garnaus durch und er läuft eigentlich alleine gegen Tim Paterok zu. Verliert dann aber viel zu viel Tempo. So, Saarbrücken hat den Ball jetzt am eigenen Mittelkreis, schlägt ihn Richtung Strafraum. Da sind zwei frei, aber im Hintergrund wieder vom Ball aus abgefischt. Jetzt kann Saarbrücken wieder, können die gut durchstecken. Und jetzt ist er wieder geppert. Also, was soll man jetzt darauf sagen? Also, der Ball kam im Strafraum. Erster Abschluss, Gebhardt. Zweiter Abschluss, Jan-Verteidiger. Dritter Abschluss, drin. Wenn ich jemanden dreimal im Strafraum abschließen lasse, sorry Robert, dann haben wir es nicht anders verdient, dass er jetzt eins einstellt. Nee, aber das zieht sich ja schon durchs ganze Spiel durch, dass wir diese abgewehrten Bälle nicht abwehren oder nicht weit genug rausklären. Nochmal diesen Sieg erzwingen und wenn man ehrlich ist, kann man auch mit dem Unentschieden in Saarbrücken leben.
aber Sieg wäre geiler. Und jetzt kam Garnaus allein aufs Tor zu laufen. Schios abgefälscht. Ja! No! Ja! Macht es ja! Und gar kein Zugriff. Ja! Gar kein Zugriff der Saarbrückner. Da haben sie geschlafen und dann ist er abgefälscht. Keine Chance für Tim Paterok. Vielleicht, wenn er noch einen Ticken gewartet hätte auf den abgefälschten Ball, hätte ein guter Torhüter ihn vielleicht noch gehabt. Aber Noah Garnaus, ja, hat's erzwungen. Und so viel Kritik, wie wir ihn heute vielleicht auch im Livestream gegeben haben, so geil, dass du es jetzt einfach gemacht hast.